Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Beauty Basics Bootcamp. Heute geht es um die unterschiedlichen Sonnenschutzprodukte fürs Gesicht und für den Körper. Mein Name ist Alice, ich bin Hautärztin in Weiterbildung und heute besprechen wir, braucht man unterschiedliche Produkte für das Gesicht oder den Körper? Starten wir als allererstes mit dem Gesicht und schauen uns einmal an, welche unterschiedlichen Formen man im Gesicht haben kann von der Hautbeschaffenheit. Die wichtigste Frage ist, hast du eher eine fettige oder eher eine trockene Haut? Und das findest du heraus, indem du dein Gesicht wäschst und nach 15 Minuten einfach schaust, gibt es irgendwo einen leichten Glanz. Wenn du nämlich zu einer eher fettigen Haut neigst, dann sollte deine Sonnencreme für das Gesicht eher sehr leicht sein von der Textur, also ein Gel oder eine Creme. Bei einer trockenen Haut hingegen ist es in Ordnung, wenn es creme- bis fettcremeartig ist. Bei der fettigen Haut eignet sich zum Beispiel so eine Art Produkt. Das bedeutet, es ist ein nicht komedogenes Produkt. Komedogene sind Mitesser und das führt dazu, dass nicht noch mehr Mitesser gebildet werden. Außerdem ist es eher eine Gel-Textur, also sehr, sehr leicht auf dem Gesicht und hat auch einen Anti-Glanzeffekt, also sehr praktisch, weil die Haut ist ja schon fettig. Bei einer trockenen Haut eignet sich eine etwas reichhaltigere Textur, zum Beispiel hier Intensive Moisture. Das bedeutet, dass es die Haut besser fettet und der UV-Schutz ist direkt darin integriert. Jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen besonderen Sonnencreme-Produkten. Zum Beispiel gibt es ja den Wunsch, dass man sich nur einmal morgens cremt und da besonders geeignet ist, integriert die Tagespflege mit dem Lichtschutzfaktor. Hier Lichtschutzfaktor 30 kann ganz normal morgens auf die gereinigte Haut aufgetragen werden. Wichtig ist, egal was für eine Art von Produkt, man sollte für das Gesicht circa eine Fingerlänge des Produkts auftragen. Wer noch mehr erfahren möchte über die Wirkungsweise und die Menge von UV-Filtern, der kann sich einfach dieses Video mit mir anschauen. So ein Produkt ist besonders praktisch, da man 2 in 1 nur einmal eincremen muss. Für diejenigen, die aber kein 2 in 1 Produkt zu Hause besitzen, sondern nur eine Tagescreme und einen ganz normalen Sonnenschutz, die können es auftragen mit einer zeitlichen Latenz von circa 15 Minuten. Das bedeutet, wenn man das eine Produkt aufgetragen hat, sollte man 15 Minuten warten, damit es in die Tiefe resorbiert wird und danach erst das andere Produkt auftragen. Und hier gibt es nochmal eine besondere Art des UV-Schutzes im Gesicht, und zwar die getönte Sonnencreme. Der Vorteil ist, dass man auch hier 2 in 1 direkt im Sinne von Make-up einen integrierten UV-Schutz hat. Das Besondere ist, auch hier wieder eine Fingerlänge des Produktes auf das Gesicht auftragen, circa eine Minute eincremen und erst dann kann sich der UV-Schutz vollständig entfalten. Kommen wir jetzt zum Layering. Wer ein Primer mit integriertem UV-Schutz verwendet, der hat als erste Schicht direkt die Haut versorgt und anschließend werden die anderen Produkte aufgetragen. Das Besondere ist, dass wir hier eine sehr, sehr milde Textur haben und die Haut wird gut mit Feuchtigkeit versorgt, aber ist nicht zu stark gefettet. Der Lichtschutzfaktor in einem Primer ist besonders gut geeignet. Es handelt sich hier auch um einen chemischen Lichtschutz. Er wirkt direkt auf die Haut, kann resorbiert werden und entfaltet dann die Wirkung und anschließend trägt man die unterschiedlichen Make-up-Schichten auf. Wenn man aber erst zum Schluss einen UV-Schutz auftragen möchte, nachdem man sich geschminkt hat, dann eignen sich eher physikalische Produkte, wie zum Beispiel ein Puder, also ein mineralisches Produkt. Und mit dem Puder hat man wie viele kleine Spiegelchen, die das UV-Licht reflektieren. Wenn man sich das Puder anschaut, dann kann man sehen, es ist wie jedes andere herkömmliche Puder. Man trägt es wie gewohnt mit einem kleinen Schwämmchen oder auch mit einem Pinsel auf. Wer sich seine Hände nicht eincremen möchte, kann auch alternativ zu einem Spray greifen. Hier haben wir ein Produkt 25er Lichtschutzfaktor, sowohl für das Gesicht als auch für den Körper geeignet. Man sollte allerdings beim Gesicht darauf achten, als allererstes das Spray zu verwenden und sich danach erst zu schminken. Hier handelt es sich tatsächlich auch um einen chemischen Lichtschutzfaktor. Und als Tipp, so circa 25 bis 30 cm Entfernung und ruhig mehrmals über das Gesicht gehen. Theoretisch braucht man es anschließend nicht mehr verteilen, denn das ist ja der Vorteil vom Spray. Für diejenigen, die extreme Schwierigkeiten mit der Haut haben, zum Beispiel in Hinsicht von weißem Hautkrebs, eignet sich ein Produkt, das ganz neu rausgekommen ist, mit einem Lichtschutzfaktor von 100. 100 bedeutet aber nicht 100-prozentiger Lichtschutzfaktor, sondern nur, dass die Eigenschutzzeit mit dem Faktor 100 multipliziert wird. Also hat man extrem lange etwas von diesem Produkt auf der Haut. Bei einem so hohen Lichtschutzfaktor handelt es sich tatsächlich um eher einen medizinischen Anwendungsbereich für Problemfälle. Grundsätzlich reicht es bei der Haut, im Alltag einen Lichtschutzfaktor von 30 zu verwenden. Und wenn man im Urlaub ist oder sich aktiv sonnt, dann sollte man doch zu einem Lichtschutzfaktor von 50 für das Gesicht greifen.
Zum Abschluss kommen wir zu einer sehr wichtigen Zone, und zwar den Lippen. Unsere Lippen haben keinen richtigen Schutz vor der Sonne, weil es kann keine Pigmentierung, also keine Braunfärbung stattfinden. Und normalerweise schützt die Bräune ein bisschen. Deswegen sollte man immer auch die Lippen und insbesondere die Lippen mit cremen oder pflegen. Es gibt hier zum Beispiel einen Lippenbalsam mit integriertem Lichtschutzfaktor. Und auch da gilt, mehr ist mehr, also besser, man cremt sich mehrmals am Tag ein, damit es nicht zu einem Sonnenbrand an den Lippen kommt. Falls man keinen Lippenbalsam zur Hand haben sollte, eignet sich auch eine Sonnencreme, die aber wasserfest ist, weil wir an den Lippen relativ häufig mit Flüssigkeit in Kontakt kommen und bei einem nicht wasserfesten Sonnenschutz wird das relativ schnell abgetragen. Und jetzt kommen wir zu den Sonnenschutzprodukten für den Körper. Da gibt es nämlich drei Sachen, die man beachten sollte. Das erste ist, handelt es sich um ein wasserfestes oder wasserlösliches Produkt. Das zweite ist der Lichtschutzfaktor, also 20, 30 oder 50. Und das dritte ist die Art und Weise des Produktes. Zum Beispiel können wir hier eine Art Öl haben oder eine Lotion oder auch sehr beliebt ist ein Spray. Schauen wir uns nochmal die drei Varianten an. Bei der klassischen Sonnencreme oder Lotion sollte man ca. 6 Esslöffel für den ganzen Körper verwenden oder wie gesagt 2 Milligramm pro Quadratzentimeter Körperoberfläche. Wer beim Körper eher zu einer trockenen Haut neigt, sollte eher eine Creme und keine Lotion verwenden. Die Creme dichtet ein bisschen die obere Hautzellschicht ab und dadurch sammelt sich mehr Feuchtigkeit an. Wer aber zu einer bereits entzündeten Haut neigt oder vielleicht einen Sonnenbrand hatte, bei dem ist eine Sonnenlotion oder Sonnenmilch besser geeignet, denn die Feuchtigkeit und die Flüssigkeit entzieht wieder Flüssigkeit und dadurch wird es etwas besser und schont die Haut. Bei einem Spray ist es etwas schwieriger, denn wenn wir Wind haben oder wenn wir vielleicht nicht den richtigen Abstand gewählt haben, zu weit entfernt, dann kommt unser Spray nicht richtig auf der Haut auf und vielleicht verpassen wir ein paar Stellen. Von daher ca. 15 bis 20 cm Entfernung maximal und dann ruhig mehrmals und großzügig über die gesamte Körperpartie entlang sprühen. Als letztes haben wir noch das Öl. Bei einem Öl gibt es die Besonderheit, dass das Öl das Licht noch besser bündeln kann und dadurch die UV-Strahlen besonders stark auftreffen können. Das bedeutet, man sollte aufpassen, es können mögliche Verbrennungen entstehen. Meistens ist eben der UV-Schutz integriert, aber man sollte sich trotzdem bei einem Öl doch besser im Schatten aufhalten. Und hier nochmal zur Erinnerung, bei einer ganz normalen Creme oder Lotion sollte man ca. 6 Esslöffel für den Körper verwenden. Und das Schwierige bei einem Spray ist, dass man es nicht mehr so gut messen kann. Von daher sollte man einfach schauen, was der Hersteller an Mengen empfiehlt. Und damit kommen wir schon zum Abschluss, denn nach dem Sonnenbaden sollte man am besten noch eine Lotion, eine Aftersun-Lotion auftragen. Die ist von der Textur sehr leicht und kühlt den Körper etwas ab. Besonders bei einem Sonnenbrand geeignet, da dadurch diese ja etwas nässenden Hautstellen wieder trocknen. Das war jetzt das letzte Video zum Thema Sonnenschutz. Wir haben uns die unterschiedlichen Produkte angeschaut. Wenn euch der YouTube-Kanal gefällt, dann könnt ihr hier die Glamour abonnieren oder euch auch die anderen Videos zum Thema Sonnenschutz hier anschauen. Tschüss! Man hat wie viele kleine Spiegelchen, die das UV-Licht reflektieren. Ja, oder? Ja, ihr seid ja richtig begeistert.